ist aber noch ein Weg eingezeichnet. Also wir sind ja schon mal hier aus der Stadt raus und dann zu der Brücke hin und wollten da dann irgendwas machen, um die Brücke runterzubekommen. Aber hier ist noch ein Weg eingezeichnet. Vielleicht können wir denn da irgendwas machen. Gut. Also wir sind jetzt bei der Burg. Das heißt, wir müssen aus der Burg raus, durch die Stadt durch und den nördlichen Eingang nehmen. Von der Stadt. Richtung Toter Baum. Und da hinten ist auch schon die Brücke, die wir sehen können. Müssen aber trotzdem in der Mitte durch, denn einen direkten Weg gibt es da nicht. Also, durch die Stadt ist der direkteste Weg, aber er dauert am längsten, weil wir halt in den Dungeon selbst rumlaufen müssen. Aber das geht ja fix. Wir laufen einfach an dir vorbei und ganz viel geradeaus. Über Druckplatten rüber, das ist egal. Und, nein. Der Weg durch die Mitte war der falsche Weg. Das war nämlich gefährlich. Also hier lang. Nochmal kurz einen Blick auf die Karte werfen, ob wir vielleicht doch irgendwo das Mädchen noch sehen. Ich glaube hier oder in irgendeinem dieser Räume hier oben war sie. Aber na gut. Soll halt nicht sein. Ist sie mit ihrem Papa weg? Ist ja auch gut. So, also hier ganz hoch und dann ein Stückchen rechts. Dann müssten wir bei dem nördlichen Ausgang sein. Ah, das ist schon mal die Nordwand. Und der Ausgang. Schön, schön. Also, da ist der Baum. Da ist die Brücke. Hier können wir nichts machen. Da ist das Rad. Ah. Ja, da geht's zurück zur Stadt. Und da ist ein Schleichweg. Okay. Jetzt sehen wir das Rad von der anderen Seite. Da geht's weiter, da geht's zurück. Okay, weiter. Diesen Felsbrocken kann nur ein Erdbeben an seinen Platz bewegt haben. Erdbeben. Da haben wir doch was. Die Tröte des. Nee, Trompete des Erdbebens. Gut. Schön, schön. Oh, und wir sind doch schon gleich davor. Das nenne ich doch mal Service. Brauchen wir noch unsere Waffe und unseren Schild, denn mit einer Trompete gegen Gegner kämpfen wäre ein wenig lustig. Oh. Und wir kommen gleich in einen Dungeon rein und können gar nicht zu dem Baum durchgehen. Das ist ja auch komisch. Den Stein nehmen wir mal mit. Genug Gewicht haben wir jetzt, ja. Oh. Wo ist der Sack mit den Waffen? Den haben wir irgendwo liegen lassen. Na gut, was war in dem Sack drin? Jede Menge Armbrustbolzen, die brauchen wir nicht. Der Speer, der einfrieren kann, den brauchen wir auch nicht. Und sonst nur die Steine. Na gut, also alle wichtigen Questgegenstände haben wir hier in den Beuteln, die magischen Gegenstände auch. Also kann da eigentlich nichts Wichtiges sonst drin gewesen sein. Ja, also falls wir mal irgendwann was brauchen, gehen wir einfach zurück zur Burg oder der Barriere. Da müssen wir es irgendwo liegen lassen haben. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Ein Portal, da gehe ich garantiert noch nicht rein. Und was hast du zu sagen? Vom Eingang zum Land der Wurzeln bis zum alten Baum ist es nur ein Schritt. Dafür sorgt ein Teleporter. Also zum alten Baum wollen wir ja hin. Und er sagt, ein Teleporter macht das. Aber das heißt ja nicht, dass es der Teleporter macht. Dir traue ich nicht. Wir schauen uns hier erstmal schön in Ruhe um. Ah, da ist nämlich noch ein Teleporter. Liebe Kinder, tretet ein. Still jetzt. Keinen Ton. Auf zum Bernsteindrachen, denn er wartet schon. Drache? Also wir hatten schon mal Drachen, aber die waren nach 3 Schlägen tot. Aber das da wird dann wohl ein richtiger Drache sein. Und Bernstein, was sagt unser Tagebuch?
Ja, das Erdbeben. Ich suche jetzt eigentlich die Stücke, die wir für die Truhe brauchen. Weil Bernstein hört sich so nach... Nee, das war Herzstein. Ah, Bernstein könnte das Blut der Erde sein. Weil Bernstein ist ja eigentlich nur versteinertes Harz. Tränen des weinenden Mondes? Nein. Was? Die Totenstadt, wo große Männer und Frauen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Doch die Seele eines toten Helden werde ich wohl nur dort finden können. Ich werde einen Geist bitten, seine Seele zu opfern, aber ich fürchte, dass dies nicht alles sein wird. Also in der Totenstadt bekommen wir dann die Seele. Die können wir dann vielleicht auch benutzen, um bei dem Gargoyle weiterzukommen. Schön, schön. Aber ich suche immer noch Baum des Bösen. Ja, das Holz brauchen wir, was wir mit keiner normalen sterblichen Klinge abschlagen können. Aber wo war das? Ein Opfer aus Erde. Es war kein Hinweis auf Bernstein oder dergleichen. Essenz des Drachenbernsteins. Ah, da haben wir es doch. Geboren aus Erde und Wurzeln. Ich muss herausfinden, was es mit dem Drachenbernstein auf sich hat. Dann werde ich ihn mir vielleicht verschaffen, wenn ich kann. Ja, nur da hängt ein Drache dran an dem Bernstein. Na gut. Was haben wir hier? Ah, wieder das laute Feuer. Wozu haben wir die Dinger, wenn nicht für sowas? So, Stillschweig. Wir wollen ihn hier hören. Kluge Reisende nutzen die Magie, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Das Land der Wurzeln und seine Kreaturen sind schon manchen zum Verhängnis geworden. Also wir werden... Oh. Ich hab gesagt, weg. Also wir wurden jetzt schon wieder von so einer sprechenden Maske gedrängt, Teleporter zu benutzen. Was für mich noch ein Grund ist, sie nicht zu benutzen. Schauen wir uns hier wirklich erstmal ganz ausgiebig zu Ende um. Und dann gehen wir nach und nach die Teleporter durch. So, wieder Stacheln mitten im Raum, die man umgehen kann. Und eine Truhe. Huh. Können wir dich verbrennen? Das war jetzt Feuer und Schlacke, glaube ich. Und brennt nix. Schlagen können wir mit dem Schwert auch nicht. Vielleicht mit dem Hammer, der zählt ja als Hiebwaffe. Und eine Axt würde auch als Hiebwaffe zählen. Nee, auch nicht. Erdbeben. Nö, auch nicht. Dann haben wir noch den Wind. Aber Wind wird keine Wurzel wegmachen und das Reparaturdingens. Aber der Reparaturzauber schafft ja nur Sachen, die von Menschenhand gebaut wurden und dann zerstört. Und das sieht nicht wie Menschenhand gebaut aus, sondern eher naturgebaut. Also vielleicht kommen wir da einfach hin, wenn wir irgendwo rumgehen, zum Beispiel da. Und ein Stein. Natürlich, was wäre ein Dungeon ohne Steine? Und Dreher. Also ja, ein Dungeon ohne Steine wäre ein schöner Dungeon. Aber wozu schöne Dungeon haben? Wir wollen ja nicht was zur Hölle? Du bist eklig. Sollen das Auge sein und ein Mund? Das ist ein komisches Ding. Kann uns bisher noch keinmal angegriffen. Es spuckt uns an. Super. Wir sind ein Held, der in einer komischen Mütze mit einem Muschelpanzer und einer Trompete in der Hand durch die Gegend läuft und von ekligen Schleimbällen bespuckt wird. Ja, wie sich die anderen vier Helden wohl schlagen. Ich wette mit etwas mehr Stolz. Warum läufst du weg? Komm, stirb. Oh,
Der hält hier ein bisschen mehr aus. Wahrscheinlich bräuchten wir bei denen auch wieder Hiebwaffen. Hey, warum läufst du weg? Oh, die vergiften. Das ist gar nicht gut. Aber wir haben ja noch 3 oder so Antigifttränke bei uns in dem Magierucksack. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Furcht verursachen. Weil der Held ist immer... Oh no. Ah! Weil der Held hat sich immer wieder weggedreht. Schon wieder. Na gut. Truhe ist immer gut. Heiltrank, Antigifttrank, ganz passenderweise. Und da ist wieder unser Freund der Stein. Und hier sind irgendwo Dreher. Also warten wir, bis der Stein einmal dagegen ist und dann folgen wir ihm. Wahrscheinlich nur, um dann gleich mehrfach getroffen zu werden. Ach, da können wir rein. Schön. Stein ist rum. Und sicher. Gut, den nehmen wir mit, weil wir keine Steine mehr in der Tasche haben. War das derselbe Stein? Ja, gut. Ich dachte, hier sind mehrere. So, hier flackert eine Wand. Und wir haben noch einen Teleporter. Gut, das wäre jetzt Nummer 3. Du kleines Ding, kannst du uns ruhig vergiften. Wir sind schon vergiftet. Aber ja, bisher ist der Dungeon relativ machbar. Also allzu viel Schaden machen die Dinger hier nicht. Die sind halt nur nervig, weil sie vergiften. Aber da können wir einigermaßen gegenheilen. Und haben für nun voll auch Tränke. Das einzige Nervige sind halt diese Dreher, die mir jetzt schon zweimal aufgefallen sind. Und was bist du? Du machst komische Geräusche und läufst weg. Oh, die sterben schnell. Das ist gut. Über diese Wurzeln kann ich nicht darüber steigen. Würdest du es überhaupt wollen, weil das nur eine Wand? Können wir dich kaputt machen? Nö, auch nicht. Und wir sollten mal das Schild in die Hand nehmen. Die Trompete ist ein wenig unpraktisch. Leer. Hier hat sich schon jemand bedient. Ein Rubinsplitter? 1 Kilo. Also ich hätte gerne mal 1 Kilo Rubin in der Hand. Das sind mal ein paar tausend Euro. Na gut, da geht's noch lang, da geht's lang. Und da geht's lang. Und wenn wir das alles haben, dann können wir anfangen die... Nein, ich habe den Stein vergessen. Wie kann ich einen Stein vergessen? Der uns fast umbringt. Jetzt schnell Heilzauber durch, bevor wir Giftschaden bekommen. Komm. Und gleich nochmal. Ich habe natürlich auch wieder nicht abgespeichert, bevor wir hier reingegangen sind. Das werde ich aber gleich nachholen. So. Und LP 24, jo.